Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ja erstmal, ich bin ganz aufgeregt, weil ich wurde gefragt von der lieben Melli von Tinkerart, ob ich bei der Gruppe, die kleine Gruppenbastelei, mit dabei sein möchte. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und zwar ist das eine kleine Gruppe, wir sind jetzt 5 Leute und basteln regelmäßig etwas und immer mittwochs und sonntags wird es ein Video dazu geben. Und ja, ich freue mich so, dass ich jetzt mit dabei sein darf. Und ja, also wie das halt abläuft, das haben die am Anfang im ersten Video erklärt. Das kann ich sonst auch gerne nochmal verlinken. Auf jeden Fall wird es immer ein Thema geben, wozu dann gebastelt wird. Und dann wird es halt mittwochs und sonntags so gegen 19 Uhr immer ein Video dazu geben. Und dieses Mal war das Thema Halloween. Da durfte man sich aussuchen, was wir dazu basteln. Ich habe eine Karte gebastelt, die möchte ich euch gerne mal direkt zeigen. Ich packe sie einmal eben aus. Und zwar habe ich diese Karte gemacht. Genau, ich zeige euch gleich, was ich dafür verwendet habe. Das ist eine ganz normale Aufklappkarte. Genau, und zwar habe ich hier den Rahmen mit einer Standschablone ausgestanzt, die so einen gestrichelten Rand hat. Dann habe ich diese glitzernden Enamel Dots verwendet, die habe ich von AliExpress. Die habe ich hier drauf geklebt. Und da, dann habe ich hier im Hintergrund noch so ein schimmerndes Papier benutzt. Den Rand habe ich mit Edding eingefärbt. Ja, das seht ihr ja, schwarzes Papier. Und dann habe ich hier die Stempel von Tim Holz verwendet. Weil ich habe mir erstmal überlegt, eigentlich habe ich gar nichts zum Thema Halloween. Und dann ist mir halt dieses Set eingefallen. Das heißt, glaube ich, Crazy Things. Genau, Mini Birds. Und da sind ja diese verschiedenen Vögel dabei. Und da gab es halt auch so einen Hexenhut und den Kürbis. Wo ist er da? Und halt den Besen. Und da habe ich gedacht, da kann man gut was zum Thema Halloween machen. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich mir aus Aquarellpapier ein Rechteck ausgestanzt habe. Dann habe ich hier diesen Vogel gewählt und einfach mitten drauf gestempelt. Dann habe ich den Hut darüber gestempelt. Also da habe ich hier, genau hier sieht man es noch auf weißes Papier, damit das nicht, wie nennt man das, Masking-Technik oder so. Auf jeden Fall da drüber gestempelt. Ja, und dann den Kürbis. Wahrscheinlich hätte ich den etwas tiefer stempeln sollen, dass der entweder hier drauf steht oder im Schnabel, aber ist ja egal. Ich fand das so auch ganz schön. Ja, und halt den Hexenbesen. Das habe ich alles drauf gestempelt. Ja, und danach habe ich es ausgemalt. Genau, da habe ich hier diese Stifte verwendet. Ich habe das 48er Set. Das habe ich nämlich auch bei Melli, Hannan und ich glaube bei Sandy auch gesehen. Und ich bin echt mega begeistert von den Stiften. Und zwar, genau, habe ich halt einfach mit denen ausgemalt, den Boden auch damit gemalt, dann halt mit ein bisschen, ja, mit einem Wassertankpinsel halt vermalt und dann noch diesen hellblauen Hintergrund da dran gemalt. Und genau, zum Schluss habe ich noch meinen Wing of Stella benutzt. Und die, so. Dann ist alles drin. Und da habe ich hier den Besen beglitzert. Und hier den Kürbis. Ach stimmt, und ich habe noch was vergessen. Hier die Schnalle, die habe ich noch mit Stickles beglitzert. Den kann ich euch auch direkt zeigen. Da habe ich den hier verwendet. Ja. Das war's. Ich freue mich schon auf die nächsten Projekte. Als nächstes darf ich ein Thema aussuchen. Und ich bin auch echt gespannt, was bei den anderen rauskommt. Und ich freue mich super, mit dabei zu sein. Also herzlichen Dank an euch. Ja, das war's eigentlich. Mir fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die anderen Kanäle verlinke ich euch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.